Das Warten hat fast ein Ende. Autofans und Menschen, denen die Umwelt am Herzen liegt, können sich gleichermaßen darüber freuen, dass Mazda endlich den mit Spannung erwarteten 2025 CX-30 Hybrid vorgestellt hat. Dieser Kleinwagen-SUV wird die elegante Form und die aufregende Fahrdynamik haben, für die Mazda bekannt ist, und zudem einen geringen Benzinverbrauch aufweisen. Der 2025 CX-30 Hybrid folgt der Kodo-Designsprache von Mazda und behält das attraktive Aussehen seines Modells bei. Sie können eine sanfte Mischung aus Kurven und geraden Linien erwarten, die das Auto aussehen lässt, als würde es sich bewegen, auch wenn es das nicht tut. Am charakteristischen Kühlergrill wurde eine kleine Änderung vorgenommen. Das Maschenmuster ist jetzt komplexer und lässt das technologische Wunderwerk erahnen, das sich darunter verbirgt. Die eleganten LED-Scheinwerfer auf beiden Seiten des Kühlergrills lassen das Auto noch eleganter aussehen und machen es nachts leichter zu sehen. Der 2025 CX-30 Hybrid weist einige kleine Änderungen an seiner Aerodynamik auf, die aus der Nähe sichtbar sind. Die geformten Lufteinlässe in der vorderen Stoßstange leiten den Luftstrom gut, und die überarbeiteten Seitenschwellen tragen zur Verringerung des Luftwiderstands bei. Sogar die Heckklappe ist nützlich, da sie den Luftstrom für besseres Handling und geringeren Benzinverbrauch verbessert. Die Magie des 2025 CX-30 Hybrid steckt unter der Haube. Es gibt noch nicht viele Details, aber Berichte deuten auf einen Hybridantrieb der nächsten Generation mit einem laufruhigen 2,5 Liter Vierzylindermotor und einem starken Elektromotor hin. Dieses intelligente System wechselt problemlos zwischen Elektro- und Benzinantrieb und macht die Fahrt reibungslos und aufregend. Der 2025 CX-30 Hybrid hat einen größeren Akku als sein Vorgänger, was bedeutet, dass er allein mit Strom weiterfahren kann. Stellen Sie sich vor, Sie fahren ohne Umweltverschmutzung durch die Straßen der Stadt, lauschen dem leisen Schmurren des Elektromotors und sparen bei Ihren täglichen Fahrten viel Geld. Der 2025 CX-30 Hybrid wird wahrscheinlich etwas mehr kosten als die aktuelle benzinbetriebene Version. Dies liegt daran, dass er über fortschrittlichere Technologie verfügt. Die Hybridversion hingegen scheint dank ihres geringen Benzinverbrauchs und möglicher Steuererleichterungen eine gute langfristige Investition zu sein. Der endgültige Erscheinungstermin dürfte Mitte 2025 sein. Bleiben Sie dran für weitere spannende Neuigkeiten von Mazda.